Aber cool. Das Schlimmste war, wenn du keine Kuhfertigkeit verwenden darfst. Das sagt, ne? Okay, wir haben. Okay, das ist insane. Garen, ist der broken? Wir haben Garen. Aber. Ja. Aber also, wir können ja eh rerollen, oder? Weil jeder kann erstmal zwei Rerolls. Ich wollte gerade sagen, wir rerollen erst zweimal. Oder? Nee, haben wir in der nächsten Runde auch? Ja, ja, wir haben jede Runde zwei Rerolls. Ja. Das heißt, also, wir gucken jetzt, welchen Pool an Champions wir haben. Weißt also, was? Akali ist sehr broken und Kindred ist richtig und broken, by the way. Wir haben Xerath auch, ne? Xerath ist auch sehr gut, ja. Xerath ist hart genervt. Kindred ist broken und Akali ist broken. Sollte nicht Senna auch ganz gut sein? Du kriegst doch unendlich Seelen, oder? Und Nila also, kann ja. XP scheren, Leute. Ich will Nila oder Senna. Ich weiß aber nicht, was gut ist, was besser ist. Ja, dann spiel ich AD Carry. Also ich würde gerne Mage gehen. Ich würde Zed spielen, für euch Frontline bin. Soll ich Weiger oder Xerath spielen? Xerath, ne? Dann gehe ich Support, oder? Jenna. Ja, also sieht so schlecht aus, oder? AD mit Volte hier. Ich glaube, Weiger ist besser. Ich glaube, Weiger ist auch gut, ja. Nimmt man Clarity mit, oder? Nicht, oder? Nee, ich glaube, Presence of Mind ist richtig wichtig in Aram, weil man sich so oft killt, ne? Presence of Mind ist ultra wichtig. Ja, du musst auf jedem Champion Presence of Mind, ne? Genau, ja. Mach ich. Ja, außer Nein, ich hab keine natürlich. Runde gemacht. Ich habe auch keine Runde gemacht. Warte, kam nicht noch so eine Zeit? Los. Nee. Ich hab meine Runde nicht gemacht. Ja, ich auch nicht. Oh mein Gott, wir müssen erste Runde gewinnen, ne? Was passiert, wenn wir Stress sind? Sind wir raus sofort? Dann? Ich hab Electrocute. Ich hab First Lower Bracket, no? Ich hab kein Presence of Mind. Eventuell ein Lower Bracket Run. Wieso? Ich hab die ganze Zeit diesen Sound von der Champ Select, das ist echt beschissen. No? Aber ich dachte, unser Draft 10 Minuten, 10 Sekunden insane. Cooldown-Timer für die Runen, so wie immer. Warte, Was haben die denn hier? Ja, war instant los. Okay, das ist nicht so geil. Scheiß doch nicht ein, wir sind die Aram-Götter. Karma, Ash, Victor, Sona, Jarvan, okay. Ich mach mal Ghost Shots auf die Karte. Ne? Auch das Gleiche, ne? Auch also Exhaust ist anscheinend auch broken, deswegen hab ich Exhaust genommen, ne? Wieso ist Exhaust broken? Ja, weil das einfach in Aram, weil sich doch jeder immer beschwert. Auf meiner Twitter-Timeline schreibt jeder Challenger-Spieler, boah, wer Exhaust in Aram spielt, ist ehrenlos und so, ne? Welcher Challenger-Spieler spielt Aram? Satt! Ja, da. Was ist mit dir los? Das hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Deine Twitter-Timeline. Ja, alles Singles, ja, da halt. Selfmade und Ranger und so, die schreiben das die ganze Zeit, deswegen sehe ich das. Okay. Wie willst du sonst mit anderen Geschlecht connecten? Das ist wirklich so. Ja, ich hasse diese Exhaust-Aram-Spieler. Mann. Ich hasse die. Ich auch, yo. Alter, ich hab die ganze Zeit. Man nimmt immer Träne, ne? Du nimmst doch dieses Start-Item, ist doch OP. Start-Item ist, glaube ich, ziemlich strong. Ja, genau. Ich dachte, du nimmst das Start-Item eben nicht. Nicht? Ach ja, doch, nee, stimmt. Nee, warum nicht? Das ist nur im 1v1. Nein, lass es. Ja, genau, das nehmen. Nein, wir nehmen das. Warte, komm, warum? Ihr seid zu spät, hallo. Aber ich glaube, man nimmt immer Träne, ne? Hä? Ich habe auch eine genommen, ja. Gate, let's go. Ja, ich bin noch nicht bereit. Nicht mal laufen muss man. Ich bin bereit. Ich komm. Lass Wami direkt holen hier. Flash. Oh Mann, ich muss noch kurz reconnecten, ey. Ich hab die ganze diesen scheiß Sound. Dann mach mal einen geilen Tornado jetzt. Okay. Da geht er hin. Nee, da kommt. Oh, und hoch die Hände. Wir sind in die Cage hoch. Die Kombo. Ja, kein Problem. 10-6 schon. Mal guter Mental Advantage. Zwei von denen waren noch nicht da, ne? Jetzt kommen die. Naja, die sind raus schon. Wissen die Chats zufällig, ob Senna Seelen, ob die genervt sind oder nicht? Du siehst es bei diesem gelben Ding, Champions Balance Buff. Ja, okay, aber da sind Seelen nicht drin. Ich mache generell so 94% Damage, aber. Du solltest eigentlich wahrscheinlich Valga den Farm geben oder Set? Nee, ja, genau, oder? Mal Karma hier, maybe? Ich glaube, ich kann auch stacken ohne den Farm, ehrlich gesagt, wenn ich die hitte, weißt du? Wer farmt denn am besten von uns? Scheiße, die haben Sona, ne? Haben wir dann nicht einfach verloren? Ach, Quatsch. Ja, wahrscheinlich farmt Kindred, das ist gut. Die ganze, diesen Kack-Sound, fuck. Aber du hast ja auch null Stacks, oder? Ja. Also. Ja. Aber Kindred ist, ich weiß, dass Kindred geisteskrank gebufft ist in Aram. Warte mal, die hab ich. 110% und ich krieg nur 90% Damage, ne? Ich habe Minus. Du hast ja warum keine auch immer? Ja, genau. Ja, aber du hast ja keine Stacks, das ist doch trotzdem Kacke, oder nicht? Glaub mir, du wirst es schon sehen. Zwei Items, tschüss, ey. Das ist ein 0-10 Call, oder? Du hast wahrscheinlich Java markiert, oder? Tolkien hat auch weniger Damage verursacht, weniger Angriffstempo, weniger erlittene Heilung. What the fuck, weniger. Ich hab auch -20 Ability Haste. Ich hab negativen Cooldown. Zed ist wirklich sehr tot. Guck mal hier, das habt ihr nie gesehen. Seht ihr das? Ja, minus. Warte mal, wir können ja hier den Turm nehmen, oder? Ja, mach mal kurz Valkyrie. Hit mal. Ja. Ich glaube, wenn du Exhaust spielst im Aram, dann kannst du den Chromie nehmen, ja. Aber warum ist Zed so genervt? Wie macht das Sinn? Ist doch keine Stärke drin, oder?
Echt? Ist wahrscheinlich in Verbindung mit den Enchantern zu krass gewesen, können wir vorstellen? Ja, das mit dem W True so Damage. Ja, ja, wollte ich sagen. Warte, ich mach mal Auto-Tech hier. Nice. Muss man richtig vorher recherchieren, welcher Champion hart genervt wurde und welcher nicht? Ja. Was ist hier mit der Ash? Ash? Mhm. Und ich bin extra zurück. Erklänzt. Ja, slow. Nice! Schönes Ding. Ja, die haben tatsächlich die perfekte Meta, aber ne? Die Gegner, genau, ja, haben sie. Das gleiche. Ne, wir haben nicht zwei Supporter. Senna kann man sehen, eigentlich. Oh, Senna. Oh, ist ja nicht gut ausgedient. Das sieht aber gar nicht gut aus. Hast du ein Health Crystal? Oh, sorry, Freddy, ich wollte den direkt. Ja, alles gut, alles gut. Warte, ich muss den Turm attacken. Nado kommt hier oben hin. Meine Cooldown oh, nice, ist danke, unglaublich bitte. Lang, ist verrückt. Ja, kein Problem. Danke, Karma. Aber 20 Sekunden auf E. Bis dann. Das ist verrückt. Mein Ult hat 100, 125 Sekunden. Hast du auch weniger Ability, hörst du das? Ich hab eine ganz schlechte Nachricht für mich selbst. Schade. Wo kennen wir Ult? Ja, stimmt, true. Sag mal! Ah, sorry! Sag mal! Jenna und Kindred Ult sind super OP zusammen. Wir ulten und schmeißen die raus, killen die easy. Man muss auch irgendwann taktisch in, damit man shoppen kann, nicht? Guck auf Ash. Korrekt. Ja, guter Call. Ich kann noch ein Schild für dich. Oh, ich kann noch jemanden rauswerfen. Ich hab E. Ja. Und sie auf die hinten rauf, Mhm. Nice. Protect the kind. Warte, ich hab noch Exhaust. Jawohl! Das heißt, ist das überhaupt? Hier ist doch Heilung, ne? Guys, hier ist doch Heilung, könnt ihr euch abholen. Ja, ich hol's gleich. Lass noch kurz die Welt. Heilung, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Danach Heilung. Wusch. Hey, let's go heal, guys. Ich hab Clarity in 40. Aber ich sollte schon mal sterben, oder nicht? Mach einfach mal Basis. Also, ich hab gelesen, dass ganz gute Spieler später einfach executen, wenn man die aced. Dann rennen alle in Turm, weil dann kriegen die. Nee, und du kannst resetten und kriegst Items. Ja, aber die haben ja viel bessere Items, also wieso wir die acen, bevor wir mal gestorben sind. Ja, glaubt mir, wirst schon sehen, oder? Okay, ich glaub dir. Die nächste Runde Exhaust. Richtig gute Spieler acen hier, okay? Ruhe, nächste Runde Exhaust. Okay, drop. Bist du im Exhaust? Clarity 8? Das Spiel tankt der Job, wie langweilig. Ich glaube, ich sollte auch tanken, oder? Cage, Jump. Verhetz. Ich mein das. Nicht mehr. Gar keinen Clarity kommt. Geh rein! Nice! Keep going! Ist raus! Dann fällt 10! Rettet mich! Halt zurück! Rettet mich! Schöner Stunt von Brücke! Jetzt hab ich ein Schild! Wir gehen! Let's go! Na, ihr seid ja so ein Zählen! Nächster Cage! Arrow! Okay, ist okay. Warte, ich kann execute! Oh, Paul, da kommt gleich ein Hebel, oder? Ist disconnected? Ja, ich muss reconnecten. Ich bin raus, aber dann musst du schnell nicht beilen. Komm. Nein. Was? Nee, aber der hat mich nicht getroffen. Das hat super langes. Bin der einzige Tryhard. Na, ich hab's getroffen. Ja, schau mal. Ich hab Q-Max und ich hab so lang Cooldown. Weil ist das Tanking oder was mach ich hier? Ah, es ist nicht weggegangen, RIP. Ich glaube, du solltest DPS, full oder? Tank gehen, ja. Hab ich gelockt für euch, oder? Nee, ich glaube, du solltest so richtig, richtig tanken. Ja, nee, so Bruiser, also Bruiser ist doch broken. Nee, aber die haben doch kaum, also die haben doch kaum Damage für dich. Ja, okay, true. Dann gehen wir Jackshow. Warte, hier, du musst den Heal dir. Geh doch Jackshow, genau. Schau mal, wer von denen killt die später? Freddy, es sind 25 Sekunden Execute, nicht wie 14. In der 25! Schreibt dir jemand, ob der recht hat. Nein, ja, das macht natürlich mehr Sinn, weil das war gerade super lang, ne? Ja. Bei mir. Ja. Ich kann mal auf einen Sack gucken. Ja, Leute, wir müssen für Cage schauen gleich. Oh, maybe? Cage kommt. Dann Victor. Go jump. Go jump. Hat er keinen Cooldown, ne? Kein Problem. Oh shit. Ich bin jetzt bei 0 Ability Haste. Ich bin bei minus 20. Was ist diese Scheiße? Die ich kann den Turm nicht attackieren. Warum kann ich den Turm nicht attackieren? Der ist tot. Du kannst doch nicht langlaufen. Ah, der ist umgefallen. Ich wollte nicht sehen, aber mein. Ja, bei mir steht der dann noch, deswegen dachte ich. Ah, du hast Disconnect, ne? Ja. Victor, der ist Roddy doch von seinem eigenen Turm! Okay. Schau mal. Ich werde zurück.
Ravan, nice. Oh, nice. Hier ist Stunt verbrücken. Root. Kammer. Ja. Ich würde dir Flash wehen, aber ich bin. Ah, ich bin nicht hungrig. Die sind noch? So, das Ganze ist nice. Mein Exhaust hier. Ich hab noch ein Shield. Oh! Ich hab Any Executors? Kannst du? Das dauert noch. Nee. Noch nicht, wir nehmen jetzt den Turm und. Aber jetzt haben sie auch die Portals, ne? Die sind einfach wieder instant da, ne? Ja, die können. Das hintere Portal ist kaputt gegangen. Tatsächlich. Komm hier. Kein Shield, leider. Jetzt hab ich eins. Oh. Nochmal tank. Okay, pretty good, ne? No? Sehr low, sehr low. Das Gefühl, 50. Unser Draft ist insane, Base. Ja, das würde ich aber auch sagen. Eine Menge Health, Chris. Wollen wir sie einsammeln? Beim Brück hat schon 50 Seelen. Ja, aber... Also die Kinder mach ich noch nicht. Du? Ja, kommt noch. Warte, du bist aber auch genervt, ne? Komm, ich bin genervt, ja. Ja, schon. Oh, schade. Mal bitte. Okay, ich brauch noch 5. Für was brauchst du noch 5? Wo war ich hier? Um geheilt zu werden. Oh. Movement Speed ist da. Okay. Stun auch. Geiler Cage, Junge. Ja, das ist der Cage. Victor? Noch Schild. Victor. Ja, bin da. Ich one-hitte den, schau mal. Ja, das war wirklich fast ein One-Hit. Ja, nicht ganz. Ja, du hast bald den dritten Stack, dann brauchst du noch 2, dann hast du Upgrade. Ich hab Ulti wieder, ne? Aber ich glaube, wir sind zu full life. Ich glaube, ich kann leider noch keinen anwählen irgendwie. Okay, nice. Auch richtig outplayed. Ne? Nimmt man jetzt den Nip im Aram oder will man nicht den Minion ziehen? Ja, doch, klar, Junge, rein. Okay. Ja, ja. Wir finishen ja auch gleich. Also. Oh, schon? Okay. Ah! Okay, nice. Danke. Alter, Jenna ist so gut auch. Nice. Jenna ist actually sehr stark. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Aber macht Sinn, ne? Also unfaire Draft, wir sind so tanky. Hatten das was gespawnt? Ja gut, aber die machen ja dasselbe, ne? Ich wollte gerade sagen, die haben Doppel-Enchanter gedraftet. Aber plus Mage, AD und Tank, so. Was unsere Carries sind halt schon sehr stark im A. Also ich hab den Cage, Kindred hat die Ulti, Brücke hat Heal und Dings. Also, vom Gefühl ist das schon sehr stark, diese Champions, die wir haben. Ja. Machst du eigentlich weniger Schaden auch? Ja, 95% ja, auf Weiger, ne? Aber nicht viel. Also der Weiger wirkt schon sehr broken, muss ich sagen. Man kann die ganze Zeit lang, ne? Können wir gucken hier? Kein Flash? Ja. Gibt es so Seiten, wo man sehen kann, welche Champs wie gut sind, welches Tier sie sind? Weil da können wir gleich richtig reinschwitzen. Also Tolkien auf jeden Fall gegen viel Poke ist natürlich Warmox insane, ne? Weil du rackst dann gleich wieder Full Life und das ist halt geil in Aram. Aber wir haben eh genug Heal. Aber eigentlich meine Passive macht das auch ganz gut. Ja, das achso, also stimmt. Offset, True, Offset, Offset, actually, ja. Bro, Victor hat kein Flash, wenn wir dann später... Was ist Inspired Minion für den Buff? Oh, was ist das für ein Laser? Ach ne, das war Karma B. Ich hab Aggro, Vorsicht. Der Turret? Ja, mach ich. Der Turm macht insane viel Damage. Oh, ein Hit. No. Kill den gleich. Ich kann dich rauswerfen, maybe, wenn ich rankomme. Die sind alle low, ne? Ihr könnt vielleicht enden hier sogar. Oh, der da! Hab da. Auf? Go to. Oh. Nein! Oh, nein! Ja, Starwin! Hab er weggestompt, ja? Das war eine Klatsche, würde ich sagen. GG! Das war eine ganz schöne Klatsche, ja. Jawoll, oh, schön, Leute. Not bad. Okay, ich wir sind so geil, neu ey. Starten, ey. Holy shit, ich fühle mich so lebendig gerade, ne? Ja. Der Aram Clash ist Speedrun. Oh, Brücke, Junge. Jetzt ist halt die Frage, wie lange wir warten müssen hier, ne? Ich bei Lolalytics gibt's wohl Winrates, meint jemand. Und Inspired Minion ist, wenn du in der Nähe von einem Super Minion bist, läufst du schneller. Also bist du das Inspired Minion, oder was? Das Inspired Minion ist gleich das Super Minion, wenn ich das richtig verstanden habe. Tierlist, Aram Tierlist, geil. 12.23.
Klasse. Der Kindred wirklich so stark, ne? Ja, ich sag ja, direkt in CS rein, Bannern drücki. Ja, klar. Hau mal rein. Waiting for opponent, okay. Aber das ist eigentlich ganz witzig, weil die Games gehen nicht so lang, ne? Das sind nicht keine so 30, 40 Minuten Normal Games. Welche Game ist most broken? Weil der wahrscheinlich Heal-Buff hat, Alter, oder? Zed hat 57% Winrate. Und der hat auch 80.000 Games. Wow. Wir hätten Lila hätten wir auch zur Auswahl gehabt. Die ist auch super stark. Wir hätten auch Teemo zur Auswahl. Schau mal, der ist auch super stark. Ja, und Veigar ist auch mit oben. Veigar war nicht oben. Teemo mal Trash, weil seine Teams gekillt werden? 13. Warte mal, hier. Ja. Ne, bei mir nicht. Bei mir ist Katarina 13. Warte, ich muss auf EOS stellen. Ups, sorry. Nee, ich bin World. Ich bin auch bei World. Achso, World, ja, 12, ja. 23. Hä? Ja, bei mir ist Veigar nicht auf 13. Bei mir ist 13 Katarina. Ja, Katarina bei ist mir auch, 13. Ja. Katarina ist auch richtig broken, ja. What? Alter, 100.000 Games. Also seid ihr auf World, ja? Das ist krass, ja. Wie beliebt Dings ist, ne? Wie unglaublich beliebt Aram ist. Oh, jetzt ist Katarina auf 13. Weird. Ja. Wir hätten einen insane Draft haben können. Nila, Teemo, Zed, ne? Aber, also, warte. Das sind so viele Games und der Patch ist doch irgendwie 3 Tage alt, oder nicht? Fucking Aram, sie liebt es. Alter, Aram ist auch eigentlich das ganze weltweit Ding, oder? Das ganze schreib mal bei dir im Chat, bei mir 50% der Leute spielen nur noch Arams. Die spielen gar kein Ranked mehr. Aber warum gucken dann alle viel lieber Ranked als Aram? Wenn du jetzt zum Beispiel Aram spielst. Ja, weil das macht Spaß, selber zu spielen, also es macht keinen Spaß, League zu spielen, aber es macht Spaß, League zu gucken. Das ist, so wird mir das erklärt. Das stimmt, ja, aber es macht keinen Spaß, es selber zu spielen, wenn du nicht die Zeit hast, wirklich gut darin zu werden. Aber es macht Spaß zu gucken. Jenna ist actually auch keiner weit oben. Kesante. Kesante, ja. Na, Veigar ist überhaupt nicht drauf, oder was? Ich dachte, der wäre voll broken. Ja, die wissen noch, was ist noch nicht, 40, was gut ist. 40 ist er, ja. Und 140.000 Games, also ist schon sehr stark. Ja. Aber alles über 50% ist doch eh gut, oder? Ne, obwohl in Aram? Maybe nicht. Was, der schlechteste Champ ist Kalista. Mit, ist der schlechteste Champ, Kalista. Hatten wir auch zur Auswahl, haben uns gegen entschieden, ne? Mein Gott, sind wir smart, ey. Aber hatten wir Brückis Kalista, ich meine. Zum Beispiel, Kennen ist einer der schlechtesten Charaktere. Da hätte ich gedacht, der ist richtig gut, wegen so Wombo und was so alles so eng ist. Xerath auch einer der schlechtesten. Rang ja gut, aber Xerath ist geisteskrank genervt und Six auch, die sind richtig genervt. Ich kenne, tatsächlich. Kann niemals Six war weit oben. Six war oben. Oh, echt, oder? Six war bei, was ist denn Six gewesen? Ah, stimmt, Top, hier, Top 20 oha, 16, so. Holy, du hast recht. Never mind. Ja, schnell next, wann sind unsere Gegner fertig? Was soll das hier? Ich wollte gerade sagen, warte, gegen wen spielen wir überhaupt? Kann man das sehen? Jetzt? Ja, ich glaube noch nicht, ne. Wir haben noch nicht gewonnen, die anderen. Ja, ein so, Team ist schon fertig, Team ESG ist schon fertig, aber wir müssen noch warten, wie es zwischen die Streichzarte aussieht und No Need Camps und Haram mit den Brees und Itziza Win. Die Streichzarte. Ja, was machen wir? Schöne Runde alte 4? Nein. Weil mir noch sehr viel, dass es einfach für Aram Missionen gibt und für Rift nicht. Vielleicht hast du die fürs Rift einfach schon gemacht. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gewusst, dass es dafür mehr oder weniger gibt. Ich kenne immer nur die ganzen TFT-Missionen, die man bekommt. Okay. Das stimmt, ja. Der TFT-Tab ist immer am Leuchten. Ich will eigentlich das neue Set auch irgendwann mal ausschauen, aber irgendwie ist jetzt mein Enthusiasmus sehr gedämpft, weil Brücki ist ja eher so der TFT-Spezialist. Aber er hat ja so komplett dir so mathematisch begründet, warum Roll of Ages oder was auch immer schlechter ist. Das wirst du doch niemals selbst merken. Da wirst du nicht merken. Ich finde es auch rein optisch nicht schön. Also, die Champs machen nicht die Spells, die sie normalerweise machen. Es gibt für mich eine gute Reihe an Gründen, warum ich das neue TFT-Set nicht so geil finde. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, TFT ist voll cool. Das neue Set ist viel besser als das alte. Das alte war das mit den Drachen, ne? Genau. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Ich fand aber ganz cool. War schon, ich fand's richtig nice. Scheiße. Und was ist jetzt der Gag in dem neuen? Also, was sind da für Charaktere? Es gibt so Threats, also es gibt so neutrale Charaktere, die quasi keine Boni bieten und nur einfach für sich selber stark sind. Als Filler-Einheiten. Und es gibt keine Drachen mehr. Also es sind ja nur 8 Plätze, sind auch immer 8 Units.
Okay, aber viele haben sich auch beschwert wegen den Drachen, oder, Vröki? Ja. Das war doch auch irgendwie ein bisschen unbalanced, dachte ich, oder? Ja, es gab auf jeden Fall Phasen, wo es unbalanced war. Ich hab dieses Set auch nicht viel gespielt. Ich habe es nur am Ende gespielt, aber da fand ich es halt fein. Ja, cool, ja. Ist es dann ein skillteres Set, das neue, oder nicht? Dafür war ich zu schlecht, um das zu bewerten, finde ich. Das ist ja immer so eine große Sache, dass du halt so wenig Skill-Expression in manchen Sets hast. Ja, aber das kann ich nicht bewerten, honestly. Das soll Solo entscheiden. Soll ein guter Spieler sagen. Wenn ich da jetzt als Diamond-Spieler ankomme und sage... Der ist ja nicht mal Weltmeister, Solo, was weiß der schon? Ey, danke dir, Scripten Low. Danke auch an Vanny. Hat Solo eigentlich schon einmal zu so einer WM geschafft? Zerrable Sonic, ich finde, das ist immer so toll. Ist immer so nah dran, wenn ich zugucke. Ja, ist immer in dieser Vorausscheidung ist immer raus, ne? Jetzt waren die letzten 8 und er hat irgendwie dann auch, glaube ich, den 7. nur gemacht. Und der 7. ist halt raus. Ja. Aber er ist schon durch die Initiale, durchs große Feld durch und dann gab es noch so ein zweites Feld, wo er durchkommen musste und da hat er es nicht geschafft, ja. Ach, schon schade. Laut LeDuck ist das neue Set ganz gut. Und laut Solo auch, schreibt mein Twitch-Chat. Das würde ich als TFT-Streamer auch sagen, ne? Aber ja, kann auch sein. Also es ist einfach nur mein Empfinden. Naja, ich meine, du bist League-Streamer und du hast noch nie ein positives Wort über League of Legends verloren, also weiß nicht, was du meinst. Aber ist so, also ich würde das jetzt nicht so hart gewichten, weil du sagst ja auch, League ist gut. Nee, ich sag, die Preseason ist scheiße. Soll ich ganz offen. Also ich finde es auch nicht so geil, muss ich sagen. Das ist der schlechteste Patch, den League jemals hatte, glaube ich. Vor allem, wenn sie so groß ankündigen, sie machen riesige Changes. Also ich spiele tatsächlich weniger League als davor und ich habe davor echt viel League gespielt und jetzt muss ich echt sagen. Ich glaube, League-Spieler flamen alle immer League. Obwohl meine Rolle komplett geisteskrank kaputt ist, ne? Also ich finde aber halt, also ich sehe halt bei ganz vielen auch gerade, dass sie halt so ein bisschen Variety rumdümpeln und so. Ja, genau, ja. Aus der League-Szene. Same, ja. Machen wir letztendlich ja irgendwie auch. Echt crazy, hä? Ich muss auch irgendwie. Oh nice, wir haben unsere Gegner. Wir spielen gegen die Streichzarte. Nein. Oh, scheiße. Haben die so für Spieler? Ja, da habe ich auch Respekt vor. Die sind krass. TSZ. Ja, jetzt haben wir die Tierlist auf unserer Seite. Ich würde sagen, wir machen es wie gerade. Wir rollen wieder komplett, oder? Und dann. Ja, also wenn wir jetzt 2 Rerolls haben, wenn wir jetzt keinen Reroll haben, dann könnt ihr mich flamen, ne? Ach so, shit, stimmt. Wenn wir jetzt keinen Reroll haben, dann sind wir ein bisschen doomed. Das kann noch ein bisschen hart sein, ja. Ich meine, das ist halt auch einfach Preseason, ne? Also diese Preseason, solange die Leute halt nicht einen wirklichen Grund haben zu tryharden, ist es halt viel toxischer, finde ich. Ich weiß nicht, ob das unterscheidet, weil es Preseason ist, bin doch, ich ehrlich. Doch, das ist immer so. Die letzte Preseason war es doch genau dasselbe, oder? Ja, ein bisschen, und die ja. Preseason davor und die Preseason davor, das ist halt immer, der Preseason ist alles schlecht und alles böse und dann fängt die Season an, dann ist geil. Ja, aber es auch viele Pro-Player spielen ja gar nicht gerade. Sie müssten noch was ändern. Das stimmt, das stimmt, Freddy. Ja, stimmt. Dass sie doch was ändern sollten. Ich habe gerade gegen Perks gespielt und ihn als Idioten beschimpft. Oh. Weil ich nicht wusste, dass es Perks ist. Fühlt sich gut an, oder? Shit. Ups, ich war wohl gemutet, lol. Der hat ein bisschen sehr overaggressive gespielt, der Mann. Aber meinst du nicht, Freddy, dass sie doch was ändern müssen, damit die neue Season halt irgendwie sich neu anfühlt? Also unabhängig von Preseason? Das ist auch ein bisschen ein Problem. Ich meine, League ist an sich gerade ein extrem geiles Spiel. Und ich glaube, dass letzte Season wahrscheinlich so balanced war wie noch nie. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich welche schlafen, aber ja. Aber ich finde halt auch, dass sie jetzt halt seit dem einen großen Reholder nichts mehr geändert haben. Das sind jetzt mittlerweile dritte Jahr, oder? Oder zweite Jahr? Ja. Das ist halt genau dasselbe Spiel. Dritte Jahr, ne? Seit den neuen Items, oder was? Ja, also haben sie ja nichts mehr wirklich geändert. Also ich würde sogar argumentieren, die neuen Items waren nicht, also hat nichts geändert am Game. Also ob du jetzt mit Gordon. Der größte Einschnitt war Durability, würde ich sagen. Das war wirklich auch geil. Das war geil, ja. Aber es hat aber einfach die Uhr nur ein bisschen zurückgedreht, aber muss man halt auch sagen. Weil sie halt immer mehr Damage reingebracht haben, vor allem halt über mehr Gold im Spiel. Aber ist ja jetzt wieder so, also sie bringen ja jetzt auch wieder neuen Damage rein. In jedem Patch 18 Voll. Patch 18 Mal. Das ist einfach nicht Voll. Gut fürs also Game, glaube ich. Ich finde auch, jetzt ist schon wieder, gefühlt bräuchte es wieder ein Durability-Patch. Stimmt, exactly. Es ist schon wieder zu viel, richtig, ja, genau. Es ist wieder zu viel drin, ja. Das ist schwer zu sagen. Aber wo kam jetzt so viel Damage her? Von den neuen Items, oder? Oder von den, ich weiß gar den nicht. Den neuen Items und den Balance Changes halt, ja. Ach so, ja. Also muss ja mal in die Liste gucken. Wenn ein Champion ein Problem hat, wenn es ein Full-Tank ist, erstmal ein bisschen Damage drauf. Also super auf Dryad-Games immer, und das war schon immer so dumm bei Tanks. Also speziell bei Tanks. Es geht immer um deren Schaden, nie um deren CC-Dauer oder irgendwie, dass andere mehr Schaden machen würden oder so.
Sag mal, das Priest. Preach it, jawohl. Dass Kisante gebufft wurde, ist aber völlig illegal. Alter, das ist alles so frech. Das ist so das illegal, ey. So frech. Er hat den so stark zur Zeit. Der ist jedes Game First Pick mittlerweile. Ja, der ist OP. Er ist OP. Ich meine, Tolkien, du hattest 16 Wins am 17, Stück. Danke, 17, danke, 17? Danke. Alter, geisteskrank, Junge. 17 Wins auf einem Champ am Stück, ey. Okay. Alter, Champion ist doch wirklich komplett busted. Also ich kann doch nicht verstehen, Leute, hat er gesagt, es war für mittlere Skill-Elo, dass er gebufft wurde, ne? Aber ich verstehe nicht, warum. Champion ist so. Aber so scheiße kannst du ja gar nicht sein, dass der gebufft werden muss. Der ist halt ungewohnt zu spielen am Anfang. Der hat einen sehr schwierigen Flow. Und wenn du das erste Mal spielst, dann fühlt sich der so clunky an, weil du nur hinterherläufst und nichts machen kannst. Glaube ich, die ersten drei Games mich auch super clunky gefühlt, bis ich irgendwie happy war mit der Ult und allem Möglichen. Ja. Da ging's los. Aber der Change, dass jetzt sein eh in Auto-Deck Reset ist, macht alles so viel smooth. Also so angenehm zu spielen seitdem. Aber was ist dieser Partial Reset? Und also ich habe den Unterschied nicht gecheckt zwischen dem normalen und dem. Okay. Ich war in deiner Position. Ich habe es gelesen. Ich habe es nicht verstanden, was es sein soll. Da habe ich es gespielt und es fühlt sich 1:1 gleich an. Okay. I don't know. Wie ein normaler Auto-Attack Reset. Fühlt sich ja, aber die, an, haben, ne? die haben in die Patch reingeschrieben, seine E ist der komplette Auto-Attack Reset in der Ult-Form. Aber ohne Ult-Form ist es ein anteiliger Auto-Attack Reset. Was ist das? Und ich habe es gespielt, es war einfach same. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Oh ja, wir haben noch eine Minute zum Scouten. Oh Leute, diesmal Runen machen, ja, ne? Ja, was willst du denn scouten? Ich wollte gerade sagen, was willst du denn? Ja, ich scouten? Weiß nicht, warum man hier 5 Minuten hat zum Scouten. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich einfach jetzt mal die erste Version. Es ist ja ganz cool, dass das mal sogar funktioniert, ne? Ja, weil da oben in dem Ausrufezeichen steht, dass es nicht geht, glaube ich, ne? Ja, und normalerweise ist doch auch, als Clash zum ersten Mal rauskam, da ging es ja einfach gar nicht für 3 Wochen oder so. Stimmt, ja. Das gute alte Crash. Ja, genau das. Gut. Ich glaube, wenn sie es besser balanced kriegen hier, das Ding, das ist voll geil, oder nicht? Also, macht bestimmt vielen Leuten Spaß, die nur Aram spielen. Ja, ich glaube, das macht nur so lange Spaß, bis die Taktik rausgefunden wurde und dann ist es komplett over. Aber selbst dann hast du ja immer noch Random Champions. Ja, das stimmt. Also, ich glaube auch, dass Aram richtig cool sein kann, aber ich finde, sie müssten das halt irgendwie an der Aram, Elo und Erfahrung der Leute irgendwie auch so ein bisschen unter Elo bewerten. Der Schlüssel muss halt passen, ne? Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier gegen 5 Aram-Profis spielen würden, wäre es richtig interessant. Boah, ich habe Aatrox bekommen, Tolkien, hier. Okay. Der wird aber sowas von eingeloggt. Warte, Yumi, warte, Graves? Nee, spielen wir Graves? Ist nicht gut. Soll ich Graves gehen? Seraphin haben wir. Mordekaiser ist hier. Mordekaiser ist plus. Stimmt, Mordekaiser ist Mordekaiser. Ich nehme Qiyana, die ist zwar nicht, also die ist übelst gebufft, aber die ist in der Liste. Ist sie nicht Rang 140 oder? Ich weiß, aber glaub mir, die ist echt broken, actually. Was? Mhm. Wo ist Anivia in der Liste? Weil wir brauchen physischen Schaden. Da muss na, dann sollte ich Ezreal gehen, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder Aatrox. Ja. Ist Aatrox nicht OP? Was ist mit Graves? Graves ist, glaube ich, schau warte, ich guck. Aatrox ist Platz 39. 1 über Valga. Graves? Willst du dann Aatrox spielen, Tolkien? Mordekaiser ist schon sehr OP. Ja, Mordekaiser ist Platz 8. Seraphin muss doch gut sein. Graves ist B-Tier. 94, ja, true. Und wie ist Ezreal? Ezreal ist auch B-Tier. Negative Win Rate. Ich schau mal noch, was ist mit Was mit Yumi? Nee, ist Bomb. Ich hab Wukong, glaube ich, eine richtig gute Winrate. Also ich weiß, dass die Qiyana-Rinne echt scheiße ist, aber glaub mir, die haben keinen Support, die haben verloren. Ja, wir haben schon gewonnen. Wir haben gewonnen, GG. Okay, wir haben so einen Valkyrie auf seiner Qiyana bei 48% Rinne mit 118. Platz, ja, okay. Ja, abwarten, Junge. Qiyana B-Tier, Wukong S-Tier, Mordekaiser S-Tier, Seraphin B, Ezreal B. Und die Qiyana A, Klett. Wo ist er? A. Valga. S. Was haben die noch für Champs? Sag mir im Durchgang dabei. Die haben noch LeBlanc. Also LeBlanc und Kockmeier. LeBlanc ist D-Tier bei Fa. Also fast schlechtes Champ. Und Kockmeier ist auch A. Also die haben eine Landmine und der Rest ist schon ein gutes A-Tier. Ja, sehr nice, oder? Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, die Combo aus den Champions muss ja stimmen. Mhm. Und wir haben uns an die Arameter gehalten und die nicht. Paut! Ja, alles gut. Easy.
Mensch. Alter, guckt euch meine Champion-Buffs an. Das ist geisteskrank. Deswegen sag ich. Einer muss doch übelst genervt werden. Oh ja, guck. Minus 20 Ability Haste. Oh, what the fuck, oi, das oi. Muss krass sein, ja wirklich. Ja? Also. 115%, 20 Tenacity und ich krieg nur 80% Damage. Soll ich mal Seraphine an? Ja, ja, ich bin ja Mordekaiser. Schaut mal, bei Mordekaiser steht perfectly balanced. As all things should be. Ich hab 35 Sekunden auf meiner Welt. Von wem ist denn das? Avengers. Thanos. Avengers. Ja. Dann haben sie einfach mal den Thanos-Spruch reingepackt, ja. Oh, oh. Da ist Platz 118. Mach das draus. Völlig fein, bis ich warte, bis ich hab. Ich hab so lange Cooldowns. Aber wer, ich werde die so pentakillen. Ja, was? Warum ist hier kein Exhaust? Weil ich mit Kiana sehr aggressiv spiele tatsächlich hier, ne? Weil die haben Soraka, oder? Nee, die haben doch keine Soraka. Die haben nicht einen Supporter, ne? Ich würde sagen, die Chain. Support. Leider auch von den Gegnern. Ja, der Weiger-Cage ist echt stark. Professor Ulm, dürfte die! Und kill den, kill den, kill den. Was ist? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir hätten uns mehr auf die Tierlist verlassen sollen, ha? Huh? Ist fein, wir gewinnen noch. Wir gewinnen noch. Also, das sieht schon mal ein bisschen spannender aus, das Jahr. Oh. Yes, safe. Wir haben ziemlich viele AD-Champs, oder? Gehe ich Black Hiver first, ne? Mhm. Wir haben Doppel-AP auch, ne? Ja. Ich glaube, unser Damage-Spiel ist fein, ist ja. Was ist irgendwer drin? Der Weiger-Cage nimmt uns echt tops, ne? Wir können nicht funktionieren. Weiger ist crazy. Also, das hat sich auch in dem Game davor so broken angefühlt. Obwohl der halt gar nicht so hoch. Also, der ist ja nur Rang 40 oder so. Wir haben schon ziemlich viele Medis, also, wir kommen nicht hinterher. Was, okay. Wir können später schon was machen, ne? Ja, was Makro-Game, alles gut. Was ist der Weger? Wir haben auch keinen Slow, ne? Hey, ich hab einen Turret Shot bekommen, was? Was hast du bekommen? Turret Shot einfach so, ich war eine Millisekunde in Range, der hat sofort geschossen. Ja. Was ist es? Cool, ey. Die haben keinen Support, wir haben so viele Poke-Möglichkeiten später. Ich glaube, das ist einfach nicht spielbar für die. So, ja, guter Damage. Schön Flash Leblon, nice. Okay. Glad. Denk dran, dass gleich der komische Kringel kommt, ne? Ultis. Was? Der Kringel bei den Teammates, wenn sie Kringel. Ja, den nehmen wir gleich hier, oder? 8 Sekunden, komm, let's try hard. Ne, das ist unser, der in 8 Sekunden spawnt, nicht derer. Valkyrie, gehst du Hydra oder geh ich Hydra? Geh du. Okay. Warum nicht das beides? Ist besser. Weil nur einer den Sex farmen kann. Genau, richtig. Oh. Weil seit wann? Ich will auch Hydro gehen, was? Ja, also, wir werden wegen halt... Wegen den Minions halt, ne? Wir müssen halt so viele Minions sharen. Ja eben, deswegen. Ich kann ja keine Channel Camps. Ich glaube, ich hätte mehrere Leute Hydro spielen sollen. Richtig. Ja. Jetzt haben wir auch noch gute Ulti. Wukong, Seraphine. Ich werde jetzt gleich bursten. Die wollen Wombo-Combo hier. Ja, die Diana ist richtig hungrig. Ich Wombo-Combo den gleich. Wenn der Reintag ist super für uns, dann direkt wandert Niklet. Wird geintet? Okay! Aber hier, hier! Der Klett, bevor remounted, der Klett! Ich hab sie exhausted. Da bin ich, Leute. Ich hab noch nie mit Kong gespielt. Oh, nice! Er hat einen Klon geultet. Scheiße. Haben wir gerade aus einer 5-Mann-Seraphine-Ult einen verlorenen Fight gemacht? Ja. Dann zu unserem Turm und die hat auch eine 4-Mann-Diana-Ult, also deren Antwort war schon stark. Ja, aber wir hatten auch eine 0-Mann-Wukong-Ult. Das ist richtig, und das zweimal. Und eine 1-Mann-Kiana-Ult. Das war 2, oder nicht? Wow, oh, let's win, okay. Auch nicht gut. It's all good, it's all good. Ja, wir got the focus, guys. Okay. Go, Talking, go! Nice. Ist hier Tolkien, lol. Long? Gib ihm. Ja. Ja, gib ihm. Can win. Lebt haben wir noch mal einen E-Engel? Ich hab alle gestunt. Haben wir noch Dampen? Bräuchte mal einen Seraphin hier. Nope. Ja, ich hab 35 Sekunden Cooldown auf meiner Wege. Ja, Seraphin war auf jeden Fall ein guter Pick an der Stelle. Aber ich hab's jetzt, also wenn wir zusammenstehen, dann kann ich auch alle heilen. Achso. Vielleicht kann ich den noch. Ja, vielleicht kann ich den noch one-hitten, bevor ich sterbe. Nee. Oh ja, die haben wirklich sehr krass. Also, viel Spaß damit. Halt auch nur 80%. Nee, leider nicht. Das ist direkt wieder Full Life gewesen durch den Seraphine. Ja, pass auf. Also, okay, wir haben. Shield und Punkt.
Rächt mich. Ich glaube, es sieht schlecht aus mit Rächen gerade, oder? Hier kommt der Pömpel, kommt gleich. Oh. Flashclad? Oh, der Heals von Seraphine. Nice, ich komme gleich reingeportet. Das ist schon mal eine viel geile Runde als letzte. Das ist doch voll geil. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist voll anstrengend. Oh. Ich muss eben meinen Champ lernen, dann bin ich dabei. Hier hinten kommt gleich der Heldpömpel. Eigentlich sollte ich immer der Jänner ulten. Lass den Helden nehmen, ja. Ich glaube auch, oder? Weil der Jänner trifft uns sonst mit der Ult. Ich glaube, hier ist irgendwo einer drin. Ist da sehr tanky? Oh. Ne, da ist keiner drin. Warte mal, hier schau mal. Oh. Einfach rauffliegen. Oh, Brücki! Ja! Der Abkönig! Oh, die Jana! Warte, wer macht so viel Schaden auf mich? Holy fuck, der Klett. Nice. Okay, ich hab sie ignited, siehst du. Nein, ah, Karma! Jungs. Ja, ich bin Seraphine, hallo! Ich hab gleich Moonstone ready. Ey, dive den, dive, ich renne einfach nur. Ich kann gar nichts, der Typ. Hier, flash. Run ihn ab jetzt! Jetzt 25 Sekunden warten, Leute, dann könnt ihr executen, kein Problem. Geht nicht, dass der Kock mal. Ja. Komm her. Warte, komm mal. Oh. Ein HP. Ach, klasse. Ich hätte wahrscheinlich kurz hitten sollen nochmal. Ja, eine Auto-Check. Ein Auto wäre wahrscheinlich mal gewesen. Diana. Könnte ich aber jetzt töten, ne? No? Nice, ist huge. Flash. Okay. Ich glaube, ich werde sauer. So viel. Oh, ich wurde gewonnen, hittet. Ihr lebt noch, oder? Ja, der hat ganz schön lange gelebt. Jetzt tot. Ich rette dich ab. Oh, du rette dich. Nein! Ah, ich kann doch nicht früher, sonst ist der actually CC immun. Ja, red dir das nur ein, dass du mich nicht sterben hast, dann. Red dir das nur ein, Junge. Schön, Brücki. Haben wir hinten noch Brücki? Ah, nee, das. Ja, die nee, ich hab den kommt mal. Ja, den kommt mal jetzt, Wie steht's denn von. Ah, oben, 14, 16. Oh. Die sind actually ahead. Oh mein Gott, Ja, abwarten, wir uns gain so hart, die haben drei Abgechamps, ne? Und jetzt snipen sie ja auch, die werfen den Lied sofort wieder weg. Ja. Nice. Also, wir haben Kiana, alles Leute, gut. Kann die so killen alle später. Mein Conditioning ist bald online, dann geht's los. Komm hier! Oh shit. Halt, die ist ultra tanky, die ist full tank. Da fühlt sich auch full tank an, muss ich sagen. Ey, guck mal, Digga. Wir machen da null Schaden. Ich komme. Ich bin wirklich fucking useless, ne? Ich muss meine Hydro mal stacken. Ne, wir haben schon zwei, ist gut. Warte, wenn wir unsere dritte haben, geht's ab. Ich kauf keine Hydro erstmal, ich guck jetzt mal. Vielleicht late oder so. Okay. Wir werden halt immer wieder die Stacks verlieren, ne? Ich wollte gerade sagen, und die schon nicht aufbauen. Oder? Ja. Aber ich glaube, Freddy kann die Stacks actually gut, zusammen, gut nutzen, glaube ich. Besser als ein Melee-Champ, I guess. Stimmt, ja. Nimm alle und carry. Danke. Ah, nicht rein im Auto. Oh, nice. Außerdem. Entschuldigung. Ich ein bisschen. Leute, ich bin der Re-Engage. Wenn die engagen, bin ich da. Bock die mal. Komm ich da jetzt nicht in den Tor. Wieder. Man sieht es Diana wahrscheinlich. Ja, Vorteil, wir haben eigentlich ganz guten Poke. Eigentlich pretty good. Ja, die haben ja auch nicht so viel Sustain, das nicht vergessen. Warte, das Freddy stacken, ne? Ja. Oh, okay. Auto gerettet. Wenn wir die guten Poke, dann die müssen wir machen, tatsächlich. Wir machen was? Ja, ich kann nicht. Ja, aber echt low. Ja, ich muss aufhören, nach vorne zu laufen, der weigert mich aufs Mal. Ich würde sagen, dass der reingeht dafür sogar, ne? Ja, aber das sind. Nein, Mark, das ist spekulativ, ist das. Oh, der Hände. Oh, die ist auch. Nice. Power, das ist ein Penta hier, oder? Kann ich nicht Penta? Ja, Penta mal. Drei? Ja, okay. Ja, Penta. Wenn man Penta. Ich hab das eine Spiel gelassen. All you? Hier? Ja, geh weiter! Okay. Ja. Hast du nur noch ein paar Sekunden? Actually, ne? Da ist dein Penta. Nice! Mag ich doch, nice! Euer most random Penta ever, ey. Unser Platz ja. 118 Champion, den Valkyrie mit Confidence einloggt. Wollte gerade sagen, ne? Nice, warte, ich hab noch Ult. Oh shit. Oh, ich hab sie. Oh, ich hab euch. Oh nein, mein Gott, du bist der beste Spieler, oh. Tolkien! Ich hab euch. Nein, da kommt der. Tolkien, wo bist du? Warum hast du uns allein gelassen? Dieser scheiß Tolkien, ha? Am I right? Fuck, Tolkien! Ey. Hasse Tolkien. Wir alle hassen Tolkien. Wer jetzt meine Mutter heißt. Ne, ist egal. Ja, da sind immer noch zwei Kills vorne, ne? Hallo? Hallo. Was soll ich machen?
Jetzt, ich kann tanzen für dich, wenn du willst, aber. Ja, dann ist Scar. Na, don't last it! Ich mach doch nichts. Hank Mordekaiser. Was hast du denn bekommen, der Brücki? You can last it. Okay, wir müssen. Jetzt bin ich echt stark, ne? Nice, Leute, nice. Huge! Huge! Nur 1 HP, das ist sehr bad. Oh, nice. Oh, dieses Seraphine ist so broken. Oh, hier ist ein Diana. Ja, ich sehe sie zurück. Also ich soll einfach durch die Cages durchlaufen, ich hab Triple Tenacity gleich. Wir haben noch keine W. Leider sehr. Das ist ein Frederik. Jetzt. Naja. Okay. Oh, geil. Guter CC. Guter CC. Oh, shit. Also, okay, die Stiftung. Nee, was sitzt aber? Ich muss der Cage. Jetzt! Der hat 1 HP. BOOM! Nice, Tolkien. Na, oh, der Weg hat geholtet. Pretty gut. War so begrenzt worth, würde ich sagen. Ne? Man, also. Ich glaube, das war nicht der beste Call da. Ja, das war nicht so gut, ja. Okay. Ja. Vega. Wahrscheinlich tot, ne? Brücke, Ton. Nein. Okay, Brücke ist. Brücke hat seinen Champ jetzt verstanden. Brücke, nice. Brücke, Brücke? Ja, ja. Nimm den Weiger, nimm den Weiger. Oh! Nein! Ach, da ist ein Star. Ach, nein! Du hast so gesmurft davor. Oh, cracked, aber. Warum macht denn. Ich mach einfach 0 Dirt. Junge, die kaufen voll Armor. Was ist dies? Aber die sind doch ziemlich AP, das ist richtig. Also, hier ist der Hextrinker. Triple, ja, Hextrinker. Moor, ich geh auch Moor, ja, ja. Warte, ich kann die wieder killen hier. Hab dich. Ist sogar half HP, ich gewinne. Mhm. Half HP neben ihr. Nein. Maschine. Der kann Ult mehr, der kann Ult. Da kannst du ein bisschen Livestream mit mich. Wenn ich jetzt da durchlaufe, wie lange bin ich das? Na, lass Freddy hin, lass Freddy hin. Das ist immer noch ewig. Der Triple Tenacity ist doch trotzdem ein Jahrzehnt. Du musst jetzt den Turm mal nehmen, oder? Dann irgendwie die Ranged oder so, mit einem Auto-Attack immer das Slow. Weil sonst macht der Vega wieder Cage und bin. Ich glaube, einfach jetzt immer da durch, glaube ich. Warte, ich mache hier einen Auto-Attack. Was meinst du? Was? Alter, 115% Damage, das ist ja niemals mehr. Klett. Klett. Get him. Ja, pull back hier, pull back. Front to back. Exhausted Diana. Ja. Klett, remount. Tolkien tot. Klett. Meine Ult kommt. Geil. Geiler Damage. Schön. Nimm da jetzt. Oh mein Gott. Oh. Ah, okay. Alles ich bin auf Force of Nature, das geht so nicht weiter. Ich hoffe, jetzt klingt sein LeBlanc tut ganz schön weh, ja. Der Koggi zerstört mich auch aktuell. Der Koggi? Der Kogma, der Koggi. Also. Das sollte mein Job sein. Ich geh für den Kogma durch und lenk ihn ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fucking süß, das glaube ich. Okay, ich komm dazu geportet, aber du bist im zweiten Turm jetzt. Oh shit. Der Rebound, den Klett ist auch mega stark. Du. Ich muss ganz ehrlich sagen, Clarity ist nicht so gut, wie ich antizipiert hatte auch. Nee, das ist nicht so gut. Was ist der Rest? Der Ach, dieser Cage-Button ist so ärgerlich. Da ist die drin. Hier. Warte, die lebt noch? Ach, das war gar nicht locked, das war Diana. Oh. Oh, den Busch gehen, ich dachte, sie würde zurückjumpen. Deep. Ja. Maschine. Vorsicht, Pässe. Pullback. Ja, nice, reicht. Wen 4. Okay, kriegen wir den Turm? Ja, oder? Ey, Enchanters sind wirklich so wichtig gefühlt. Ja, also die Seraphine macht so viel für uns, oder? Ja, ich drück mir sehr, sehr gut. Ja, das ist auch alleine Moonstone so gefühlt. Ich hab einen Stäbchen drauf, Vorsicht. Alter, dein Moonstone hat jetzt schon 4000 gekillt. Aber what the fuck ist denn fucking Klett? Ja, der ist ein Damage, ne? Wer killt den? Er verhindert das Escape benutzen, maybe? Ist exhausted. Ist gut. Der Turm hilft uns! Da ist eine Barriere! Puh, gut. Geil. Ja, diesen Langfights, das muss doch einfach broken.
Ich muss Maw kaufen, jetzt reicht's mir. Turm, 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 Fokus, Turm. Aber, nice. Nice, schön. Flash. Mega. Wieder Old Ready, was da reingeht. Wait, ich hab kein Schienen-Item. Sehr gut, Freddy. Einfach ist das nicht so bad? Oh, hier, bisschen ja, Turm, irgendwie ein Auto-Tech. Ja. Nein. Nein, ich hasse Surfen. Also, Diana hat QSS gekauft, was denn das? Ich muss leider noch, ich bin jetzt sonst tot, dann kommt mal, Holy Moly. Oh, ja, deswegen, QSS. Ne? In 2. Oh. Warte, ich komm, bin gleich da. Schön, Leute. Ey, Seraphine ist anders. Alter, crazy. Wird ja so ein bisschen zum Scalen gebraucht, aber. Oh, wir können enden, oder? Ehrlich gesagt, sieht der Kogma aber auch gar nicht so scheiße aus, oder? Der mich zerstört ab und zu. Der sieht extrem scheiße aus, aber der hat, macht ein Triple Damage, ja. Perfekt. Boom. Ja, ich kann tanken. Ja, ich kann nicht tanken. Tank ab, schau ab. Aber ihr müsst mich dann da buffen. Bis dann. Ich hab aber keine W leider. Hier? Jetzt. Oh. Direkt. Oh! Mensch, bitte Kerner, gut. Der Creed, war ein guter Call. Geil, Junge. Scheiß auf B-Tier. B-Tier schon, oder? War nicht so wild. Ja, ich eher. Also, ich glaube, dass viele Leute halt Low Elo an Aram halt Ding spielen, no? Einfach nicht Kiano spielen können. Ja, über die nicht Kiano. Ich wollte gerade sagen, die können halt nicht spielen. Naja, gleich 2 Sekunden. Ich meine, das gibt's ja auch nicht wirklich so, dass du nach Rank zu ziehen kannst, ne? Ja, eben, deswegen. Ich glaube, also, wenn du die halt kannst. Und die ist halt übel gebufft, ne? And win. Jawohl, Leute, Brücki, hol ihn dir. Ey, dieses Item hat 7000 Damage geblockt, das ist safe nicht balanced. Was sind das für ein Item? Guardian's Horn. Bro. Ich glaube, Guardian's Horn habe ich auch gelesen im Chat, dass das broken sein soll. Ah, das ja. Das ist jeder baut. Okay, ich stelle auch Leben wieder her. Es blockt Leben und es blockt Damage und es stellt Leben wieder. Mega nice. BN3. Okay, sorry. Ist okay, ist okay. Oh, der Cat, Vorsicht. Oh. Hätte ich wahrscheinlich für dich tanken sollen, ne? Ich glaube auch. Nee, aber ich wollte, dass du stirbst. Achso, ah, ich hab 3000. Kannst du dich okay. Nämlich. Au. Oh. Der Gragas auf User. Oh, jetzt kommt meine Time to shine, Leute. Das wäre so lustig Shit. Gewesen, wenn du gestorben wenn wärst. Wenn ich jetzt gewonnen wäre. Insane, ja. Willkommen im Death Ram, guck mal. Geht's ihn, oder? Hier? Okay, das ist wahrscheinlich der, ne? No! Das ist ja tanky. Ich hätte weggehen sollen. Ah, still game. Wobei der Klett in 5 up ist. Na, ich glaube, das ist der. Ich komm auch trotzdem. Dazu. Haben wir trotzdem, oder? Ja, ich glaube, das habt ihr, ja. Das habt ihr. Oder? Ja. Nein! Aram, Clash, ich bin auf Jawohl, Leute! Er hat nur eins, ne? GG, well played. Schön, Leute. Ja, unsere Meta-Analyse war perfekt. Gar kein Problem. 3 B-Tier-Chips. Geil! Oh, geil. Sehr huge, Leute. Das ist ein wichtiger unser Sieg Turnier. Das ist unser, ja. Das erste Clash, das wir gewinnen. Sagst du jedes erste. Mal? Ja, yes, ich weiß. Komm, Karma, du kriegst von mir wieder ein Honor fürs Enchanter spielen. Gar kein Problem. Seraphine's Value war verrückt, diese Alter, wie Damage habt ihr gemacht, Junge? 39.000 mit Mordekaiser, holy. Wow, 43.000 mit Poke Ezreal. Nein? Keiner? Okay. Ich fand das lustig, okay. Oha, die sind nice. Schon fertig, die Bros. Und jetzt gegen oder? Haram mit den Bries. Heiße. Mit der Krabbe. Aber die haben schnell gewonnen, ne? Dann hatten die ja ein übel schnelles Game. Ich wollte gerade sagen. Ja, das sind alles Smurfs wahrscheinlich. Der gute alte, was kostet die Welt? Das Arschwasser. Das Arschwasser auch, ja. Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen nervöse. Egal. Ich nicht, ich hab die Tierlist offen, ich bin ready. True, actually true. Ich habe 2 Runden in Folge den S-Plus-Champion gespielt, das ist nice.
Ich muss sagen, die Games haben beide richtig Spaß gemacht, ja. Der zweite war noch ein bisschen besser, weil es halt knapper war, fand ich. Du? Aber irgendwann haben wir die outscaled, ne? Die hatten zu viel, weil die waren, haben kein Damage, nur den Kogma. Und dann ich glaube, Indiana Full Tank war es, glaube ich, nicht so sehr. Ich glaube dass das gut war, aber ich glaube, denen hat der Enchanter gefehlt. Ich glaube, die Diana war, was für uns der Mordekaiser war, so. Aber einfach, je länger das Game, desto besser die Enchanter. Ja, das stimmt. Du hast ja die komplette Nerf-Palette gehabt. Das war ja 35 Sekunden W für ein 50er Shield. Okay, wenn die Gegner früher rerollen und Weiger bekommen, könnt ihr ihnen dann nicht mehr kommen. Oh, da müssen wir das instant. Das heißt, du musst instant, wenn du reingehst, sofort deine Rerolls alle. Okay, oder du pokerst darauf, dass die schlechte Rerolls haben und dann hast du weniger schlechte Champions im Pool. Also es ändert einfach überhaupt nichts, willst du sagen, ja? Gut. Ja. Kommt drauf an, wie du sehen möchtest, ne? Es kommt darauf an, ob du aufs Herz der Karten vertraust, okay? Das stimmt. Ich hab gerade mal geschaut, also außer Nila gibt es keinen ADC, der nicht schlecht ist. Also alle ADCs sind schlecht im Aram. Ja, das ist wie im normalen League. Aber auch. Das ist doch komplett normal. Nein. Wenn du im Early Game Teamfightest, macht ein AD Carry halt weniger als im Late Game, klar. Korrekt. Teamfightest ja die ganze Zeit hier. Ja, jetzt so ein. Absolut nur hier und nicht. Bekommen wahrscheinlich, so plus 20% nur hier und nicht auf ein Solo Queue, ne? Warte, ich guck mal gerade, stimmt. Wo kommt denn der nächste AD Carry nach Nila? Jin, glaube ich, bei Platz 100 oder so. Hogma ist 65. Ja. Kogma ist 65 Brücke, ja? Hä? Ja, das ist aber AP Kogma, oder? Jin ist 84, ja, da hast du recht, Jason. Oder ist Jin ist 84? Nee, doch nicht. Bei mir 88, wieso 84 bei euch? Achso, ich bei bin mir ist Kogma 59. Ich hab den anderen Server, ich hab einfach World gelassen. Wir haben World jetzt. Ich hab auch World. Dann hab ich keine Ahnung warum. Das ist sehr seltsam. Vielleicht aktualisiert sich die Liste gerade wegen Clash die ganze Zeit, weil so viele das Leute spielen. Das kann durchaus sein, ja. Hab mal refreshed. Ja, jetzt ist nicht mehr bei 59, ja. Jetzt ist es bei 65. Ja, nice. Schau einfach unsere Games. Ja, da drück gleich mal F5, wo Qiyana ist, wenn ich die einmal gespielt habe, ne? Das erste Mal Human Beings im Aram-Kluft. Qiyana ist jetzt S-Tier. Ich wollte gerade sagen, Rang 1, perfekt. Wo ist sie denn jetzt? Aber bei Nila, die shared immer mit wem, wie funktioniert der EP-Share im Aram von Nila? Ich weiß nicht mehr, wie der auf einer normalen Map funktioniert. Sharest du nur mit einer Person oder sharest du mit allen um dich rum? Du sharest mit der nächsten Person, die am nächsten zu dir steht. Okay. Ne? Ja. Das heißt aber, du musst auch last hitten, korrekt? Ja, da musst du last hitten, genau. Aber du willst ja auch Ravenous Hydra spielen auf Nila, oder nicht? Ja. Wonach sortiert ihr, Jungs? Weil ich sortiere zum Beispiel nach Tier. Also ich lasse mir einfach von dem Game sagen, was gut ist und nicht nach Winrate. Ah, das ist noch besser, oder? Also ich weiß, ich denke, ein Tier ist irgendwie gehabt. Aram Tierlist, das ist der Link, den ja, du kannst ja sortieren. Ja, kannst du sortieren nach Tier und nach Winrate. Beides genau. Ist ja. Ach so, meinst du das? Valid. Ja. Ich hab's nach Winrate gelassen davor. Ich hatte auch Winrate gelassen, ja. Ja, ich hatte die Tier, Gegner, gegen die wir gerade gespielt haben, die hatten in ihren 10 Champs zur Auswahl nicht einen Enchanter. Wenn es nach deswegen Tier sortierst, Brookie, hab ich die beiden besten Champs gespielt. Mordekaiser und Zed. Genau. Oh. Gut, nach Winrate ja, hat sie auch Platz. Du wunderst dich, ne, warum du mithalten konntest. Aber das war krass performt. Also sind auch normalerweise sind sie auch Platz 2 und 8, also ist auch nicht schlecht nach Winrate. Aber ich glaube, das ist natürlich auch also ein bisschen verzerrt, weil halt viele Low-Elo-Aram-Spieler sind, ne? Na klar. Aber die Bruiser jetzt schon sehr stark aussahen. Hallo, ich bin auch Low-Elo-Aram-Spieler. Oh, schon wieder Kindred, Leute rollen. Ja, Kindred? Leute rollen. Also Kindred ist oh nein, haben wir haben keinen einzigen Enchanter, ne? Oh mein Gott, das ist richtig schlecht für uns, oder doch, nicht? Karma haben wir. Wir haben Karma. Okay. Aber also ich kann sie so auch gut spielen, wenn ja, das ist ein Tank-Serie. Das kann nicht schlecht okay, sein. Karma oder? Ist unser Karma-Spieler. Wie ist, Alter, ist Akshan nicht ultra bastet mit dem Wiederbeleben? Freddy. Mach mich nicht unglücklich. Wie? Also ich bin doch unser Mage-Spieler, oder nicht? Akshan ist A-Tier. Es gibt keinen Weg, wie Renekton nicht absolut unbalanced ist, oder? Renekton ist komplett broken, würde ich sagen. Oder? Muss. Weiß Warum ich nicht, Schicks? Aber ich glaube, dass. Dann Brügge, dann müsstest du einen Mage spielen, wenn ich Akshan spiele. Was mit Corki? Ich guck mal eben Corki. Wieso finde ich nicht Corki in der Liste? Corki ist ganz unten, der ist fast letzter Platz. Also soll ich dann Nautilus spielen? Ein bisschen Tank Engage? Weil wir brauchen noch AP, Leute, wir brauchen AP. Wir haben aktuell AP. Nur ein AP. Ja, dann lass mich Vel'Koz. Dann geh ich Vel'Koz, oder? Ich geh Lissandra. Sicher? Oder Tam Kench? Lissandra reicht dann aus. Warte, aber Tam Kench. Weiß AP Tam Kench?
Fastbrücke, ich muss Ruhn machen. Das AP Tumpkin, sprich. Du musst Ruhn machen. Ruhn. Dann spiel ich Kindred. Ja, Ruhn. Dann nimmst du Red Recommended. Okay, perfekt. Das ist, glaube ich, bis jetzt unser schlechtester Draft, ne? Ich glaube, da war es ein bisschen wilder. Ja, ich glaube, unser schlechtester Draft, ja, bisher. Ist okay, ist okay. Wir haben halt keinen richtigen Epidamage mit Lissandra, ne? Weil die haben auch keinen Enchanter, also dem. Bei dem Nidalee. Okay. Die haben Twitch erstmal... und Lee Sin ist super broken, aber Nidalee ist useless. Die ist zwar gut gebufft. Die haben erstmal eine Rell. Rell ist A, Twitch ist B oder so. Ist A der Carry, oder? Ist D. Ist D-Tier. Lee Sin ist gut. Auch D-Tier. Nidalee auch. Auch D-Tier. Okay. Und Victor ist S. Okay, aber welcher Low-Elo-Spieler kann gut Nidalee spielen? Also wir haben alle nur D-Tier-Gems. Nidalee ist fast der schlechteste. Ja, aber also oh. Lee Sin ist ultra gebufft, by the way, ne? Ich sage jetzt lieber nicht, was er kaufen soll, weil nicht, dass der das hört und abused, aber... ne, da muss ich schon tryharden. Oh nein! Oh, welches Tier wäre Vel'Koz gewesen? Das hat genervt, Scheiße, oder? Jetzt habe ich die Seite zugemacht, weil ich dachte, wir sind durch heute. Warte, ich kann gucken, warte. Ich mache schon den Pokal. Hier. Rang 16. S-Tier sogar, Vel'Koz ja. S-Tier. Ja klar, der muss ja so stark sein eigentlich. Weil der hat ja seinen True-Damage, den können sie ja nicht nerven, oder? Doch, oder? Bestimmt. Ich meine, wenn die sagen 80% ist Damage, ich glaube, True-Damage ist einfach auch inbegriffen. Ja. Dann. Auch vermutet, aber wer weiß das schon bei Riot. Können sie nicht anfassen, True Damage. Ja, bei Nidalee müssen wir nur die Speere dodgen die ganze Zeit. Geht eigentlich, oder? Easy. Danke. Also ich bin schon mal gebufft im Aksha. Warte mal, wie viel Poke ich nicht. Nicht so viel, ne? Ich bin auch gebufft. Gehe ich jetzt für eine Träne hier? Ja, ne? Man geht immer für eine Träne, ne? Aber kostet ja nichts. Der Kindred war vorhin nicht ganz so gut. War Busch, der ist noch nicht da. Der Little Gerhard 69. Oh. Oh, schön. So, genau so. Dann komm mal her, Gerhard. Das ist AD-Twitch, by the way. Gleich starten, wop. Go. Nice. Huge. Schwing kommt. Exhaust, schau mal hier. Hit first target. First target? Rell. Ja. Huge. Jawohl, Leute. Wait, kein Revive? Scheiße. Noch nee, nicht, glaube ich. Der Twitch ist der Reviver. Ah. Ich muss den killen, der dich killt, weißt du? Ja. Oder assisten. Ich muss kurz warten, bis ich irgendeinen auswählen kann. Das habe ich schon wieder nicht gemacht. Aber das kam auch, glaube ich, nicht. Oder? Im Kampf ist, kommt es nicht, nein. Okay, Jungs. Ich gehe für Arschwasser. Jetzt zieh. Ja. Ja, kein Flash. Arschwasser, ich muss mich retten mit zwei und Frocker. Ich habe kein Schild. Passe, Alter, die Sandra ist ja Sandra so. Sandra Pesse ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Junge Bröki. Ja. Okay, dann machen wir mal Mastermind. An die hab ich überhaupt nicht gedacht. Mein Fuck. Du machst nur ein bisschen weniger Schaden, also bist du auch gar nicht so hart nervt. Ah, ich muss Träne kaufen hier. Du musst immer Träne kaufen. Ja, ich hab keinen Presence dabei. Ändert dieses Gate irgendwas? Du hast doch sonst immer den Movement-Buff gehabt. War doch fast genauso schnell, oder? Könnte für mich gerne Lee. Ja. Mir tut Karma ein bisschen leid, weil der jede Runde. Irgendwie Enchanter spielen muss. Damit komme ich klar. Okay. Ich meine, das ist halt ein echter, also jemand, der für den Sieg spielt, ne? Ja, ne? So mag ich das auch. Warte, ich mach nochmal Auto-Attack auf den Turm oder so. Ein, zwei. Aber noch einer? Was bringt das? Ja, dass wir den Turm bald kriegen, hä? Das ist der Typ. Das ist der Titel Auto-Attack, weil du irgendeinen Boden bekommst oder so. Nein, was? Mhm. Achso, ich hätte es wahrscheinlich nicht ohne euer Angriff. Hä? Achso, der Laser. Ist, ne? Naja. Ja, ist okay. Was kann denn von ihrer Passive? Finden es ab. Ob ich die Rell nicht einfach fokus, weil die eh reingeht, ne? Dann kann die Rell die Schilde von Karma durchbrechen mit ihrer Q, ne? Hm. Ist es Passive, Break, so? Shieldbreaker, ja. Ist cool. Ja. Also. Nicht gut gegen uns. Oh. Da hat er sich ganz schön ausgetanzt. Ja, krass. Crazy, yo. Ich würde gerne für Arschwasser gehen. Job.
Warum gehst du die ganze Zeit für Arschwasser? Ne? Weil der ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine versteckte Botschaft ist gerade. Den ihr Hilfpump bekommt. Wir müssen BFK testen, das ist zuerst Level 6, ne? Können wir dann diven? Nee, die haben Rell und so. Ja, die sind nicht Level 6. Okay, einfach mal. Wenn wir Kindle-Ult haben, können wir es gleich spielen. Oh Gott, bitte nicht diesen Druck. Ich bin nicht ganz Level 6, ihr schon. Okay. Warte, ich mach nochmal ein paar Auto-Attacks auf dem Turm. Dann lieber nicht, ich bin nicht Level 6. Dann werden wir schnell Level 6 auch. Nicht rechtzeitig geworden, leider. Nur die, die nicht gestorben sind. Der Verhalten hier gerade. Im guten Pokémon-Nidalee, ne? Und die, die Sperre dodgen, ja. Ja. Die steht hier. Actually true. Die sind Level 6. Geht er für den Insekt? Nee. Muss ich Freddy? Okay, ich glaube, okay, ich bin ein Riff, ja. Na, wie gefällt euch das? Relativ gutes anscheinend. Connect Zephyr. Wow. Guck auf Arschloch. Shield für dich. Oh, hier mein AP. Akshan, all you. Ich bin nicht, ich bin tot. Ich dachte, ich werde wieder. Oh, oh, die Passe. So broken. Oh, Flash Twitch. Nimm den Turm. Wir vielleicht executen gleich danach? Warte mal, guck mal, ob Twitch nach vorne läuft. Ah. Hab gleich Shield wieder. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nein, nein, Shield. Ich will executen gleich. Okay, okay. Okay, versuchen wir irgendwie den Turm zu attackieren, oder? Nein, wir können einfach Turm finishen, ja. Eben, ja. Wir haben jetzt eine extra Kugel. Da kommt jemand! Ja, stun, okay. Stun, go, go, go! Ne, was? Ah, das ist weggegangen. Hat rot geleuchtet. Ah, ist, ja, ist weggegangen. Achso, ja. Okay. Ist jetzt da. Flash Twitch, Flash Rell, by the way. The time bitte im Chat. Hast du Livestream, Turkin? Willst du die Wave? Dann. Aber dass man hier keine Vision hat, würde man nicht so. So richtig, alles gut. Warte, ich nehme jetzt aua, mal den. Den ich geh mal Twitch. High Health. Oh, okay, Brücke ist in it. In it to lose it? Ne, to win it. Nice. Wenn man kurz Health Heal kurz einpacken ja, gehen, wenn ich darf. Ich komme mit. Okay, wir kommen zurück. Sekunde. Der Twitch hat keinen Flash und ist 10 HP, das ist so gut für uns. Strategisch wertvolle Information, of course. Sehr gut, ja. Alter, ich bin motivierend. Aua. Ruki will das Arschwasser? Nee, okay. Bin so stuck. Oh mein Gott. Alle shielden. Also der ist vielleicht auch gut, wenn wir einfach alle Base gehen können. Das ist ja auch was Schönes. Penta, Penta, Penta! Nee. Ja, da kann ich leider nichts machen, ja. Das war ein guter Engage, holy shit. Warte, das hat dich getroffen. Alter, da hab ich ja wirklich alles getroffen. Ah, ist okay, ist okay. So, jetzt haben wir aber nichts mehr. Ist richtig gut für uns. Wir haben alles ab. Na, die können jetzt alle executen, ne? Ja, die executen. Das sind richtige Aram-Spieler. Das sind echt die Aram-Spieler, ja. Oh? Arschwasser lebt noch? Jetzt die Koko, Koko dir! What the fuck? Guck auf dem Arschwasser für dich, Burki! Mach den! Wir müssen den Victor irgendwie killen. Ich hab jetzt sogar vom Pump gebodyblockt, Leute. Ich hab's dann in 3 erst, das wird nix. Double Jump? Ja, wird nichts. So, fairerweise zugeben, ich mach nicht wirklich Schaden mit dem Bild hier, aber. Nein, wir nehmen den Turm einfach, oder? Jetzt hat fast. Und die sind noch tot. Er hat geghostet. Er hat geghostet. Ich time das kurz. Hey, man kann hier nicht durchlaufen. 10, 20. Ja, ja, da Vorsicht. Ist eine Wand. Ui, du bist das eine Wand. Ich weiß, ja. Aber ein guter Bait oder was? Der Beste. Ja, das wär's, ja. Ich könnte vielleicht sogar den Dings nehmen, ja. Der Victor ist auch low. Ah. Nein. Genervt hier oder? Angst. Oh, ich bin so bad. Wurde gebordet von dem Turm, ist wirklich schlecht gelaufen. Ja, naja, natürlich. Ja, whatever. Auch da, ne, das war wieder der Turm. Ne, da war ich einfach nur bei ohne Hände da. Oh, ja, hab ich jetzt Akku, hä? Das ist gar nicht mal so gut eigentlich. Kein Refke, hä? Wir kommen ins Tower, ne? Oh. Oh, wir kommen gar nicht. Kommt leider nicht. Ich glaube auch nicht. Wir werden wieder executen gehen wollen. Alter, also, Leute. Nicht. Ja, aber diesmal ist Papa Tolkien da. Ich hol mir die.
und gar nicht executen. Ich bin überlegen, ob ich Blade kaufen soll. Maybe not. Wenn die Ultra low sind, lass sie lieber low sein. Dann krieg ich ja meine Passive durch. Ja, richtig, genau, genau. Fall. Das ist übel gut, ja. Die kriegen nicht mal den Turret. Die sind echt wack. Unser Kroko kriegen sie sowieso nicht. Okay, Leute, wir sind alle da. Gut, wenn wir so weit vorne sterben, bekommen die einfach nichts dafür. Ja, genau. Deswegen. Ja, noch. Ja, mich das sehen, du. Werden immer, ja. Wirst du dich sehen? Ja, gut, okay. Die scalen halt gut, ne? Du hast sie auf jeden Fall gesehen, ja. Ja. Wurde weggedreht. Ein saftiger, saftiger One-Shot. Hab ich Shit gesmashed? Vielleicht kriegt ihr sie? Belebt mich wieder? Nee. Muss schon eine Person wiederbelebt in diesem Lobby? Nee. Ein Aram-Konnoisseur, die Gegner, kann das sein? Nee, ich glaube auch, dass die öfter. Die spielen. Diese spielen mechanisch nicht so gut, aber die spielen schlau, würde ich sagen. Biscay. Kaufen viel Armor. Biscay, wir haben Scaling Kings. Aber ich brauche dich wirklich. Ich bin. Muss auf Nature besser. Das ist Kacke mit der Wand da, ja, weil die Rail da einfach Vision stehen hast. Kann. Was soll ich ja. da machen jetzt? Wir gucken wieder was für was mit der Rail. Der Twitch jetzt gleich einmal Base war, wird's richtig übel, ne? Weil dann ist der nämlich Big Boy. Ja, der hat richtig viele Items dann. Da müssen wir echt aufpassen. Im leider bald wieder Ult. Wir gewinnen auch nicht ne? im Poke, oder? Nee. Null Poke. Wir haben Nidalee halt, oder? Nein, wir gewinnen nicht im Poke. Also wir nicht, ja. Unser Poke, die haben halt Victor und Nidalee, genau. Hm. Ja, wenn Tolkien da so ein bisschen. Vielleicht. Wenn die committen, dann ist es vorbei für die, glaube ich. Also die ja, da kommt der Commit. Ja, die Commits sahen bis jetzt nicht schlecht aus. Ah, das ist gut. Hab Ult in 2. Nebel auch. Drei Mann. Ja. Humor. Der Schwinger. Okay, ich respektiere die gar nicht schlecht, ne? Also. Ja, ne? Ja. Die Rell geht rein und die lassen die Rell auch sterben. Die haben mich alle respektiert. Crazy. Das, können wir den Twitch am Leben lassen? Weil dann ist der eben. Alle wollen kann er nicht fighten. Ne? Wir sind Health Package? Nee. Dann vielleicht einmal Health Package alle. Ja, holen, lass alle Health Packages nehmen. Und danach einen Fight gewinnen, weil die alle low sind und keinen Heal bekommen. Und dann finishen wir. Ja, genau. 10 Kaiku. Let's go. Haben wir schon wieder Moonstone? Ja, nice. Okay, die bekommen einen hier, das ist gerade gespawnt. Ja. Ich bin überlegen, ob ich auf den Twitch flashen soll, aber ich weiß nicht genau. Bis zu Wurf ist dann, ich habe keine Ult. Twitch ist 1 HP, also ich glaube, das ist so ein Brücke-Job. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wir wollen auch die Dings haben von Brücke, glaube ich. Soll ich gehen? Ist. Ja, geht für, oder? Ist pretty gut, wir können enden, maybe, wenn wir die Rail kriegen hier. Schau mal, wie ist geslowt? Ich hab Ult nach dem Wave und Flash. Ein Kick mehr? Ja. Wir können wir enden, wenn wir die acen? Enden wir. Ja. Oh, ich wurde leider die Tower Akku. Ja, ich exhauste dich hier. Ich hab's dann jetzt. Ich hab noch ein Shield. Ready DPS? Divo, hau die wieder, Divo. Okay, kann enden. Ich glaub, wir können enden. Twitch ist gleich ab, though. Wenn die Leute bitte auf dem Base kommen. Twitch kommt bald wieder. Ich glaube nicht, dass ihr enden könnt, ehrlich gesagt. Aber kriegt ihr einen Turm? Nee, oder? Nee, kann ich nicht. Wir sind viel zu weit noch weg. Okay. Aber ein Turm Damage zumindest ein bisschen? Karma? Cold auf eure Outfits? Ja? Der Twitch ultet anyways? Nein. Okay. Ja? Ich hab nicht mehr. Oh, okay. Der Twitch nice. Reingeht, wollen wir noch gucken hier? Vielleicht? Oh, der Min ist gestorben. Kein Double Dash. Ah, mein keine Ult mehr? Pretty good. Explodiert. Warte noch. Danke. Oh. Tschüss. Der war auch cool. Wow. Nice. Ja, perfekt. Ich bin das Ding drüber gelaufen. Oh, lol. Okay, ist okay. Boah, ich würde actually, ich glaube, ich ein cooler Ult, aber. Ja, wir sind aber nicht da. Ich mach's nicht. Nee, wir sollten warten, no? Ja. Der Twitcher kann flashen, das ist so gut. Ja. Oh, die. Le Gerhard? Die Rell. Ja. Nice. Ey, die committen nie tief, wenn. Es ist smart von denen. Okay, können wir da was machen? Ja, oder? Ich hab extra das Thunder Passive von Twitch hat keinen Flash, by the way.
Ich hab Exhaust für den. Wir müssen den scheiß Turmauto attackieren. Der Wave geht die ganze Zeit. Irgendwann trifft der Speer, ich seh ihn. Und jetzt zieht der Speer, ne. Hier. Warte, ich geh ja, auf den Turm. Den Turm. Kannst du die auswechseln mit 3 Auto-Attacks auf den Turm? 3? Okay. Pretty gut. Ja. Oh. Ich glaube, wir sollten mal disengagen. Ist fein. Jetzt gehen sie in. Also? Bitte hat geultet, Vorsicht. Scheiße, Mann. Noch haben wir so einen ersten Turm, immer noch, ist alles gut. Und sind keiner low, also. Ich wollte gerade sagen, die haben gerade alles wieder benutzt. Ich muss mal einen Teamfight gewinnen. Ja, also ich hab's wieder auf den Turm. Es ist voll gut. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn ich den Turm attackiere. Gleich auf Twitch, glaube ich, wenn Brücke spawnt. Oh, ich muss. Okay. First up. Okay. Wenn ich jetzt das Ding nehme. Nee, lieber nicht. Wenn du willst, glaube ich, nicht spawnen auf beim zweiten Turm. Okay. Dann darf ich. Achso, stimmt. Ey, sind da bei uns outscale, ne? Outscale, ja, die stimmt, ja. Wir müssen bald beenden, oder? Schön ist das jetzt outscale, na. Ich glaube, das ist fein. Victor, Twitch und selbst hinter die Heals sind irgendwie obnoxious gerade, finde ich. Ah, okay. Wir werden jetzt alle Heals gehen, oder? Die eh gleich beim nächsten großen Fight. So. Ich hab wieder Flash, also ich komm auf Twitch drauf, wenn die da hingehen. Oh, Twitch, Victor. Oder ich mach mal, was ich gerade gemacht habe. Einfach reinbaiten und damit Sonjas Ult tanken. Dann kriegen wir 1-0. Wir müssen aber auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nicht, wie wir das jetzt machen. Wenn wir einen schlechten Fight nehmen, sind wir, glaube ich. Also, jetzt ist 15. Minute jetzt vorbei dann. Bei einem sehr schlechten Fight. Vorbei mit dem Spaß. Aber die poken ja halt nur. Wie machen wir das? Ja, wir warten auf ein Opening für Brück hier. Hat Tolkien schon ein bisschen gepokt auch. Die ganze Zeit leider schon. Okay. Ja, dann warten wir jetzt auf ein Opening von mir, ne? Ja. Kommen wir vielleicht auch direkt hier durch auf den Internet mal gucken. Vorsicht, die Rail, die sucht einen Flash-Engage. Vielleicht sollen wir auch einfach die engagen lassen. Weiß ich nicht. Und zurückhalten. Ja, aber die werden die poken, engagen, oder? Richtig, die engagen einfach nicht, weil die poken einfach nur. Oh, okay. Oh, jetzt. Okay, wir haben Kindred Ult. Twitch Ult jetzt. Hab AOE Shield. Ich hab Twitch. Nice, schön, das war's. Mit jedem Fight getreten. Oh, komm her! Oh! Ach, lebt noch. Doppeltötung. Jetzt, ich guck auf Victor. Twitch lebt noch, aber ist ultra low. Twitch lebt noch, ultra low. Schade. Ja, aber gar kein Damage, aber ja, nice. Okay, aber das können wir nochmal genauso reproduzieren. Das tut gut, glaube ich. Okay, dann machen wir noch. Nice. Ah, ich hab auch ein bisschen MR, dann kann ich die pentern. Fuck, mein Witz. Oh, der Flasher! Er hat noch ein Schild rausbekommen. Und Revive. Nice, Freddy, nice. Schönes Ding. Ja, jetzt, Revive, let's go. Oh, nein, end. Ja, wir haben. Nee. Ich glaube, ich kann, oder? Wir haben Revive. Leute, das klappt niemals. End. Wir haben Rambas. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, dann Inhib und Turm, oder? Weil die haben 20 Sekunden auf die Carries, no? Auf jeden Fall ganz klarer Türe-Engel, ja. Wir können nichts machen, no? Vielleicht gleich noch ein Sheet geben. Hab ich euch alle? Wie weit? Nee, 3 hast du. 2 oder 3 hast du actually bekommen. Fast alle. Schon sehr stark. Okay. Ey, jetzt sind wir wieder raus, oder? Nee, wir können noch, oder? Nee. Also, wohin sollen wir denn raus? Also? Na, wir können, glaube ich, nicht. Ich hab meinen Flash verloren. Bisschen Giants haben. Wir müssen unsere Silence reinpushen, ne? Wave stacken okay. Mit den Super Minions, meinst du? Nee, ja, genau. Wenn okay, die Wave ist noch keine Super Minion Wave, die nächste schon. Und dann können wir vielleicht stacken? Ich glaube, die werden einfach einen Speer werfen und einen Laser machen und die ist weg, aber. Yeah. Ja. Wenn wir die Zone können, mal gucken. Vielleicht Nash? Nash machen wir später. Wir machen dann, glaube ich, nochmal gerade die Valkyrie, okay? Ich gehe einfach nur rein. Du stehst ein paar Meter hinter mir und ultest. Ja, dann okay. Hab ich noch. Dann hab ich mein 5 Ult. Ja. Meine Spells für Twitch. Mein okay, perfekt, für Twitch. Ja, machen wir so. Das war actually richtig geil, ja. Oh, die wollen wieder poken. Wir haben alle Ults. So. Wenn ich jetzt einen Engel sehe, eh ich rein. Ich warte eben auf Freddy's E, ich glaube, der ist wichtig für Twitch. Okay, ich mach's. Nicht so kommen sie nicht. Ach scheiße, die sind zu schlau. Ich hab ihn markiert. Das ist weg, wir müssen weg. Ich
glaube, das haben die gehört, ne? Das glaube ich auch, ja. Nein, das Smurfs. Okay, einfach raus, glaube ich, und dann ist fein. Ja, sag das nochmal bitte. Das Game, wir haben auch die Wave nicht bekommen, ne? Ich glaube nicht, dass Game ist, oder? Nee, ist es nicht. Du musst doch echt links laufen, ne? Diese Türme sind ja so lästig. Ich hab nicht an den Türm gedacht, ja. Also ich glaub, das Game ich würde sagen, also ich würde sagen, wir potten jetzt einmal komplett, oder? Weil es eh letzter Fight nächste Runde ist, oder? Kann man Storch kaufen im Mod? Wait, man kann top, man kann pop, lol. Ja, okay. Ich warte können immer die beenden, auf euch, ist die Frage, weiß ich nicht. Ja, ich glaub nicht, dass du warten kannst, Tony. Ich glaub nicht, dass du warten kannst. Du musst rein, du musst rein und ehen und... Du musst die Wave klären. Flash Kick hat er gerade gemacht. GG Wordplay, GG! Also, das war echt. Aber ein arschgeiler Modus. Alter, lustig, ja. Würde das sagen? Also gefühlt wurde schon low-key outscaled. Auch auf Teamfighter, ja. Das war hart outscaled, das war nur ein Scherz vorhin. Also klar. Also war schon unangenehm. Holy moly. Wildpad an die Gegner. Das war gut. Aber ja, wir sind schon Aram Legenden, Alter, muss ich schon sagen. Aber die waren schon schlau. Also, ja, die waren actually schlau, ja, fand ich, ne? Und die sind ja richtig, richtig low in Solo-Queue. Tatsächlich. Ja. Also richtig low. Wir wurden einfach schlau. Die waren so richtig pisslow, oder? Sag's nochmal. Ja, ja. Pisslow, Mann. Ja, ja. Und wir haben Alter, gegen sie verloren. Victor ist geisteskrank kaputt. Schau dir den Damage an. Ja, Victor Twitch im Late Game tut schon weh, würde ich sagen. Wait, wir haben alle gar kein Damage gemacht. Ja. Hey, ich hab mich auch mit Akshan echt fucking useless gefühlt in dem Game. Ich hätte auch nicht Mana-Mode gehen sollen. Aber es ist irgendwie doch nicht broken. Ich glaube, Vel'Koz hätten wir gebraucht. Wahrscheinlich, ja. Wegen Poke, ne? Wir hatten nicht so viel Poke, ja. Dann hätten die auch kommen müssen. So waren die einfach gut aufgestellt gegen uns, ja. Ja, war okay, zweiter Platz, seit Take zuerst. War was? Ja. Morgen erster dann. Ne? Morgen, ja. Ne, morgen so erster. Es. So ist es ja. Danke, beim, Boys. Beim ne? Aram Clash morgen. Nice, danke für die lustige Runde. Jo, hat Spaß dann gemacht. Danke schön, Abend. Ne? Euch, ne? Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Servus. Macht's gut. Tschüss. User